Na, geh mir aus dem Weg. Wo war jetzt eigentlich nochmal die Küche? Ja. Küche. Küche, du mich auch. Ich will doch eigentlich zur Speisekammer. Und was ist für ein Vampir die Speisekammer? Da links und... so. Tada! Bitte, 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 bitte. So. Einst wurden in diesem Raum geherrscht, doch nun befindet sich der nächste Titel dort. Das soll schwierig sein. Ja. Aber Leute, schaut euch mal das Riesenvieh an. züchtet der Kerl da Randeln da drin, oder? Und... hier. Ja. Die Typen sind interessant, weil die geben uns Verbesserungen oder Zauber. Ein Geist. Du kannst mich sehen. Natürlich. Ich bin auch untot. Und wie alle anderen Geister auch, hast du nun auch ein Problem, sonst wärst du nicht hier. Du bist wirklich schlau. Doch ich habe ein Problem. Zur Lebzeit war ich der Diener des Herrn des Hauses, doch nun... Und warum bist du nicht im Himmel oder in der Hölle oder wo sonst wo? Nun, ich glaube, weil ich meine letzte Aufgabe noch nicht erfüllt habe. Und die wäre? Es klingt etwas seltsam, aber bevor ich starb, sollte ich noch ein Buch für meinen Herrn holen. Es ist ein Buch über die Geschichte des Silbers und seinen Verkaufspreis. Ich bitte? Nur wegen einem einfachen Buch hast du keinen Frieden? Ja. Nun. Ja, wir holen es ihm. Was würdest du tun? Danke. Oh, lesen wir erst noch den Zettel. Ja, ja. Blümchen, ich hab's geschnallt. Weißt du, was kann mir da meinen Schmierzettel helfen? So, jetzt müssen wir erstmal schauen, das Silber. Silberbuch, das war, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar irgendwo hier. Oder in einem der Regale im Turm. Okay, ich hab mich geirrt, aber egal. Ach ja, genau. Ja, Speichersteine. Wichtig, wie bei Resident Evil, die gute alte Schreibmaschine mit den Bändern. Hier, Speichersteine. Man kann auch später mit Seelen speichern, wenn ich es noch richtig weiß, oder... Ja, doch, ja. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Also sollte man immer sparsam mit seinen Speicherpunkten sein. So. Muss ich aber mal schauen. Nein. Also ich meine, das Buch war irgendwann an der Türme. Und in der Nähe von einem. Gehen wir mal direkt. Also ernsthaft, also ich falle auf mich momentan echt wieder. So, schauen wir mal nach. Geschichte. Zauberbücher. Ach ja, genau. Im Laufe der Zeit kann man auch fremde Sprachen lernen, mit denen wir dann auch Bücher entziffern können, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Wo eine Sprache geschrieben wurde, die noch kein Schwein kennt.
Ah, hier gab's, glaube ich, das. Aber... Hm, nein. Oder war das hier irgendwo? Ah, ja, hier. Ja, hier haben wir's. Gut, gut, gut. Ich hab doch gewusst, irgendwo bei einem der Türme. In dem Fall halt eine Etage weiter. Etage. Ja. Ah, genau, Ronak. Ich bleib's. Such dir was Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Dann lass mich weiterarbeiten, sonst wird der Meister wütend. Heiltränke. Ja, Heiltränke sind immer gut. So, lernen wir gleich nochmal das Passwort. Dunkle Schatten. Askas Tagebuch. Er hat das Scheißding immer noch nicht weggeräumt. So, mal sehen. Was hat er denn so geschrieben? 12.4. Heute habe ich wieder einmal einen Blutwurst an einem jungen Mädchen gestillt. Sie war erst an die 12 Jahre. Aber ihr Blut war frisch, warm und absolut rein. Ich genoss ihren Lebenssaft, während ich sie schwächer und schwächer wurde, bis ihr kleines Herz aufhörte zu schlagen. Dann schmiss ich ihre Leiche 10 Meter in den Wald hinein, wo sie von den dort wartenden Wölfen gierig empfangen wurde. Was für ein schönes Schauspiel, als ihr Körper zerrissen und zerfetzt wurde. Ja, heute war eine sehr schöne Nacht. Askar ist wirklich ein brutales und abstoßendes Schwein. So, und dann wieder das Passwort. Ja, ja. Ja, also, man kann es sich denken, die beiden werden nie gute Freunde werden. Und es steigert sich auch noch. Bitte, 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 Häuschenlauf, Häuschenlauf. Ein paar Türen wären besser. Die Bude ist zu groß. Der Kerl braucht dringend einen Fahrstuhl. So. Speisen wir erstmal den ab. Na, okay. Dö, bitte. Jawohl. So, lalala. Und wir werden direkt stärker. Wolfsverwandlung. Ich könnte ihn jetzt platt machen. Aber tue ich nicht. Denn wie war das nochmal? Wenn man sie platt macht, kriegt man nochmal eine Boni dazu, aber muss nicht unbedingt sein. Ich mag die Typen irgendwie. So, jetzt gehen wir mal ein paar Blümchen pflücken. Was hat der Zettel nochmal gesagt? Blümchen, aha. So. Die Gebeine Verstorbener. So, da drüben haben wir einen Friedhof. Na, wenigstens war Asgard so also anständig und hat Leute beerdigt. So, und was haben wir da? Gekochtes Fleisch. Ja, die geliebte Küche, wo er einfach nur hingeht, um zu schnüffeln.